Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf Iroplays und dem Landwirtschaftssimulator 19, LS19, wie auch immer ihr das Ding nennen mögt. Ja, ich habe schon mal ein bisschen reingespielt auf der Karte Felsbrunnen, die so ein bisschen an der Schweiz, Österreich und so weiter angelehnt ist. Ja, ich habe schon mal die nötigsten Maschinen gekauft, Gewichte zum Beispiel, hier so Big Packs, ne, hier Saatgut und so weiter, Düngemittel. Halt den einen oder anderen Traktor, hier die billigsten Dinger, weil das Konzept in dem Projekt ist jetzt für mich, halt mit den kleineren Geräten anzufangen und sich immer weiter hochzuarbeiten. So halt Mähdrescher, ne, für den Anfang und so weiter und so fort. Und wir gehen dann mal zu unserem ersten Feld, was wir gekauft haben. Also uns gehört das hier, Feld 20, hier ist unsere Farm. Ja, da haben wir aber noch nichts hingebaut. Hier also in der Nähe vom Shop habe ich Feld 31 gekauft, beziehungsweise hier das Land. Ne, ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, wenn man X drückt, kommt man auf Land und dann kann man hier Land kaufen. Dann gehört einem auch das Umfeld. Ja, das kann man dann auch bebauen, wenn man möchte. Alles andere kann man nicht bebauen, was ich besonders cool finde. Ich habe den zweiten Schwierigkeitsgrad angewählt, halt so nicht ganz bei Null anzufangen, aber mit einem Budget, sage ich jetzt mal, womit wir uns schon mal ein paar Kleinigkeiten kaufen können. So, wir laufen da mal zum Feld und gucken mal, was denn da angesät ist oder ob überhaupt was angesät ist und was gemacht werden muss. Laufen wir da mal hin. Muss gepflügt werden. Ja, wir pflügen das ganze Ding mal. Machen wir als erstes und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon am Feld angekommen. Wir spielen das Ganze mit Maus und Tastatur. Weil mein Lenkrad damit nicht funktioniert irgendwie. Aber ist auch irgendwie, ja, konnte man erwarten. Schön. Okay, wir klappen den Pflug mal aus. Herrlich. Obwohl, dann klappen wir den mal wieder ein, weil wir im falschen Winkel zum Feld stehen. Muss ja alles so ein bisschen durchdacht sein. Ist so. X. Gut. Und dann auf V Flug senken. Das ist gewöhnungsbedürftig für mich. Okay, das kriegen wir gut hin, glaube ich. Ah, sauber. Okay. Ja, dann fügen wir das Feld. Also der LS19 ist da. Ich habe die Grafik auf maximal gestellt und wie ihr seht, es ist schon auf jeden Fall ein Fortschritt da gegenüber dem LS17 und Fruchtzerstörung habe ich an. Muss man mal gucken. Muss man halt sehr vorsichtig mit den Feldern umgehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Dass ich endlich den LS19 spielen kann. Der ist heute rausgekommen. Ich bin natürlich direkt für euch am Start mit einem Video. Bin extra heute früh aufgestanden, um auch ein bisschen reinspielen zu können. Ich hoffe, wir haben das ordentlich genug gemacht. So, mit kleinen Schritten voran. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, ey. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin dabei, ey. Geil, ey, irgendwie freue ich mich total und bin auch gleichermaßen aufgeregt, wie man merkt. Ne? Hier können wir mal die Kamera wechseln, mal ein bisschen Innenperspektive. Halt, da sieht man das halt ganz gut, ne? Wie alles arbeitet. So weiter und so fort. Oh, ja, innen drin ist das sehr leise, finde ich, vom Sound her.
Da hört man gar nichts vom Motor, nichts. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Also, wenn irgendwelche Bauern unter euch sind, ihr könnt doch bestimmt mal in den Kommentaren mitteilen. Aha. Und weiter. Oh, das bockt auf jeden Fall rein hier. Also die höchste Grafikeinstellung habe ich eingestellt, was so geht. Also mehr geht, mehr kann man aus dem Spiel gar nicht rausholen. Ich finde, dafür sieht es auch herrlich aus. Ich würde gerne noch die Rundumleuchte anmachen. Mache ich das denn? Auf R bestimmt. Ne? Mache ich denn die Rundumleuchte an? Kriegen wir noch raus. Aber ist auch hell jetzt. Naja, sieht es eh nicht so geil aus. Weil ich finde, die Rundumleuchten selber sehen voll gut aus irgendwie. Die sehen sehr plastisch aus. Mal gucken, dass wir den richtigen Winkel anfahren. Oh. Einmal die Drehung hier. Ja, ich habe mir schon ein paar Videos reingezogen zum LS19, schon bevor es überhaupt rausgekommen ist. Hier von Gardarol und Co. Aber ich wollte es unbedingt selber spielen. Ich bin halt so der Durchschnittsspieler, wie ihr auch wahrscheinlich. Und von daher finde ich das ganz gut. Ich als Laie, sage ich jetzt mal, ist dann der erste LS, den ich auf dem PC spiele. So finde ich das ganz gut, dass ihr das mit mir gemeinsam spielt. Beziehungsweise ihr mir dabei zuschauen könnt. Und ich möchte das halt gerne mit euch teilen, ne? Wie gesagt. Und ja, ich habe da auf jeden Fall riesig Bock drauf. Das ist jetzt die erste Folge. Ich bin noch ein bisschen müde, weil ich halt jetzt mitten in der Nacht aufgestanden bin dafür. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Es soll sich vor allem für euch lohnen. Na gut, dann arbeite ich mal fleißig weiter, mache hier mal einen Cut. Und danach werden wir dann, denke ich mal, ansehen oder grubbern, weiß ich nicht. Zeigt uns dann gleich der Trigger an auf dem Feld. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und fast fertig mit dem Flügen. Ja, wie gesagt, ich habe rausgefunden, wenn man jetzt die Rundumleuchte anmacht, auf Position 1 muss man da drücken. Und Blinker kriege ich auch noch raus. Ich finde die Grafik mittlerweile echt Wahnsinn. Also mir gefällt die Grafik echt gut. Ich finde, die ist sehr sauber gezeichnet, sehr weich gezeichnet aber auch und sieht einfach schön aus und ist einfach scharf und ich finde hier so die Traktorenmodelle gerade und die anderen Fahrzeugmodelle finde ich wirklich schön gelungen. Wenn man jetzt hier reingeht, wie gesagt, dann ist es ein bisschen leise, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut. Ich weiß gar nicht, was unsere nächste Aufgabe ist hier. Flug heben, ne, auf V und Flug drehen auf B. Also ich drehe den dann. Und hier gut sehen kann. Da finde ich den Sound besonders gut. Hier die Vögel, die picken auch schon. Die restlichen Körner. Sehr realistisch. Gut. Ja, dann wollen wir mal hier weiterfliegen. Gut. Guck mal, das läuft hier. So, und ich bin echt gehypt auf das Spiel, ne? Ganz ehrlich, ich bin. Ah! Weiß ich nicht, ich bin da total geil drauf. Ich bin total scharf auf dieses Game.
einfach. Und wenn ihr das auch seid, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Auch wenn euch das Video gefällt, könnt ihr ja wisst ihr, was zu tun ist, ne? Das Video ist noch lange nicht vorbei. Es geht noch bestimmt noch 10 Minuten oder so. Und die nächste Aufgabe werde ich mit euch auf jeden Fall noch anfangen. Und unseren eigenen Hof bauen wir dann in der nächsten Folge, worauf ich mich freue. Und ja, hiermit startet dann die erste Folge vom LS19 auf meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und dass du mir dabei Gesellschaft leistest und ich das mit dir teilen kann, das Ganze. Wenn du das Spiel nicht wahrscheinlich schon selber zockst, weiß ich ja nicht. Oder wenn ihr noch unschlüssig seid, könnt ihr euch hier gegebenenfalls ein Bild machen. Ne? Also ich bin positiv überrascht von dem Spiel. Also ich kenne ja den LS17. Den habe ich ja ausgiebig gespielt. Nur halt an der Konsole. Deswegen war mir jetzt die Steuerung hier nicht so ganz geläufig. Aber ich spiele halt ganz hier mit Maus und Tastatur und das klappt auch wirklich sehr gut. Ich finde die Steuerung gelungen. Ich finde die Rundumleuchte stark gemacht, ne? Hier, unser Flug hat auch eine. Richtig cool. Schön scharfe Texturen überall. Ah, ich fahre das mit euch zu Ende jetzt noch schön. Und dann würde ich sagen, beginnen wir dann zusammen die nächste Aufgabe. Ein paar Schnitte habe ich jetzt natürlich reingehauen, ne, weil ne, ich bin jetzt hier netto, ja, brutto bin ich hier schon auf eine halbe Stunde gekommen. Und da kann man mal sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt mit Schneiden und so weiter. Da muss ich auch gleich noch arbeiten. Und so, aber vorher mache ich das hier fertig. Das habe ich mir gestern schon vorgenommen. Weil gestern war ich dann auch einfach zu müde. Bin extra früh im Bett gegangen. Auch. Ich denke noch zwei Bahnen hier nach, ne? Und ich finde, wir machen das eigentlich ganz ordentlich. Abgesehen von da hinten, so ein paar Stellen, die wir haben stehen lassen, machen wir das doch schon ganz ordentlich. Kann man zufrieden sein. Ja, die Vögel sind auch schon am Start, wie gesagt. Finde ich wirklich eine coole Neuerung. Ich finde, das gesamte Spiel sieht einfach realistischer aus als vorher. Ist Wahnsinn, ey, mir gefällt's. Da fehlt mir jetzt auch nicht so extrem der dynamische Boden, wie ich befürchtet habe. Wobei der natürlich cool wäre, aber der fehlt mir jetzt gerade nicht so. Es geht. In unserem Flug. Alles schon dreckig. Ach ja, und die Sachen können jetzt kaputt gehen. Hier, unser Traktor kann kaputt gehen und den müssen wir dann reparieren. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Da werden wir uns mal überraschen lassen, würde ich sagen. Also nicht so, dass der dann kaputt ist oder so, ne? Am Ende, also vorher schon mal ein bisschen gucken, ey, wie man das am besten, wie man das repariert, das Ganze. Halte ich dann doch für ein bisschen intelligenter, als zu warten, bis die Dinge kaputt gehen. Ja, habe ich recht gehabt. Hiernach noch eine Bahn. Und dann haben wir das auch geschafft. Also ich bin. Ey, ohne Mist. Das macht sogar das Hin- und Herfahren Bock hier, ne? Ich weiß nicht, so idyllisch, ne? So schön, schönes Feld in der Schweiz, in Österreich oder so. Also wirklich toll. Ich bin. Wenn ich jetzt sage, ich liebe es, ist das so ein bisschen krass. So, aber ja, ich liebe es. Macht einfach Spaß. Aber dafür würde ich jetzt nicht noch eine Bahn fahren extra. Für das bisschen, was da stehen bleibt. Das sieht ja auch realistisch aus, ne, wenn man das so stehen lässt. Ist das cool. Endlich, ey.
und alles läuft, ne? Abgesehen vom Lenkrad, aber naja, vermisse ich gerade auch irgendwie nicht, weil mit Maus und Tastatur lässt sich das echt super steuern, also kann ich euch nur empfehlen. Gut, dann sind wir hier ready. Da müssen wir uns bei Zeit noch mal so eine Halle bauen oder so, ne? Ich sag, wir lassen den Flug jetzt mal hier stehen. Gut, was müssen wir als nächstes machen? Mal eben schauen aufs Feld. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt erst grubbern, ne? Denke ich, grubbern. Oder reicht das? Können wir jetzt direkt schon sehen? Wir probieren es einfach aus. Weil ich würde beinahe sagen, wir grubbern vorher nochmal. Oder flügen oder grubbern, ne? Sagt man immer, ne? Ja, dann sehen wir jetzt an. So. Wir fangen ganz am Anfang an, ja, ganz bei Null. Ich cheate nicht, ich mache nichts in der Richtung. Da halte ich auch nichts von. Schiene. Der hat Sarg gut hingestellt. Ist das unser Sarg gut? Ah, hier, ja. Okay, schauen wir mal, wie da reinpasst. Na, 1000 Grad mal, also ein Big Pack. So rauskriegen, wie man den Blinker setzt. Schau mal eben. Hier einmal nachschauen und was ich auch gut finde, dass er jetzt direkt speichert. Mal gucken. Blinker links. Keypad 1, Keypad 3. Das heißt hier Nummern, ne? Ja, hier, jetzt haben wir schnell Nummernfeld da auf der rechten Seite. Ja, alleine ausgehen wäre auch noch schön. Hier direkt aufs Feld. Da wollen wir mal ansehen. Was wollen wir denn sehen? Und hier Standard Weizen, glaube ich, ist das, ne? Und wir schauen vorsichtshalber noch mal. Ah, hier Informationen. Es gibt 13 verschiedene Fruchtarten, LS19 Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Hafer, Ölrettich, Kartoffeln, Zuckerrüben, Pappeln, Zuckerrohr und Baumwolle. Das heißt, hier ist Weizen. Ich würde sagen, wir machen Weizen. Weizen, Weizen. Ja, Hammer. Okay. Dann wollen wir die Sämaschine mal senken. Und auf B die Sämaschine anschalten. Ast rein. Ah, guck mal, läuft. Das klappt bei uns hier, ne? Wie am Schnürchen. Mal gut hinkriegen. Ah, ich freue mich schon darauf, wenn der Weizen sprießt und wir ihn nicht ernten können. Oh.
heben. Und wieder. Ach, Mist. Bitte, da passiert, wenn man nicht aufpasst. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. So. Passt rein. Was mir gefällt und was mir nicht so gut gefällt hat, sage ich euch dann nach, ja, ich sag mal so in der 5. Folge oder so, weil ich möchte mir erstmal einen ausgiebigen Eindruck verschaffen von dem Spiel. Und ja. Wie gesagt, ich beurteile nichts, weil ich mich nicht so gut kenne. Das will ich damit sagen. Wo war Y? Da ist der falsche Spurreißer. Ich würde da mal mit Spurreißer spielen, ne? Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse. Hier die Physik hat sich komplett geändert. Der Sitz wackelt und so. Wenn man sieht jetzt wieder, irgendwelche Knöpfe und so bedient. Also das hat sich auf jeden Fall verbessert. Das ist schon mal das, was ich so sagen kann, von der Wahrnehmung her. Gut, dann mache ich das hier offscreen weiter, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einfach ein Like und ein Abo. Ja, das war dann für euch der LS19 in der frühen Morgenstunde, mitten in der Nacht. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.